Ja, hallo Leute, heute gibt es seit langem endlich mal wieder ein Video zu meiner CNC. Heute steht was ganz Besonderes auf dem Plan, denn ja, wir haben jetzt kurz vor 10 Uhr morgens, die nächste Viertelstunde wird hier Api, mein guter Kumpel Api von Apis Holzwerkstatt ankommen. Wir wollen zusammen dann ein CNC-Projekt machen, ein kleines. Dann wird es auf Apis Kanal noch ein Interview mit mir geben. Ja. Ich denke, wir werden dann einen schönen Tag heute haben. Wenn euch das Thema sowohl zur CNC als auch das Interview interessiert, dann bleibt am Video dran. Das Interview verlinke ich euch oben im i bzw. unten in der Videobeschreibung. So, und ja, bevor jetzt noch Abi kommt, bereite ich schon mal die CNC vor. Der erste Schritt ist, sie einzuschalten, das habe ich jetzt schon getan. Was da noch kommt, ich muss immer, also bei jeder CNC muss eine Referenz am Anfang gefahren werden, damit der PC weiß, wo sich der Fräser genau auf dem Tisch befindet. Ja, und das mache ich jetzt mal. Als erstes schalte ich in der Software die CNC an, damit ich hier die Bedienfelder habe. Und ja, ich mache es bei mir so mit der Referenzfahrt. Ich habe hier einen mobilen Taster, den setze ich mir immer hier unter meinen Fräser, damit ich die Z-Achse habe und in der Y- und in der X-Achse sind Endschalter verbaut. So, und jetzt lassen wir die CNC mal ihren Nullpunkt finden. Ich fahre immer den Fräser ein bisschen näher an den Schalter, damit das Ganze schneller geht. Muss man nicht machen, es geht nur um die Zeitfahrt. So, das war jetzt die Referenz für die Z-Achse. Jetzt fährt die Maschine selbstständig ihre Referenz für die X-Achse. Und ja, wenn das abgeschlossen ist, kommt noch die Y-Achse. Und dann kann es losgehen. So, die X-Achse ist fertig. Jetzt fährt noch die Y-Achse in diese Richtung. So, jetzt weiß der PC, wo sich der Fräser befindet. Man kann das hier neben auf dem Bildschirm sehen, dass jetzt der Fräser an diese Stelle gesprungen ist, weil jetzt einfach die Maschine weiß, hier oben steht der Fräser. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur das Programm laden, was ich fräsen möchte, und dann kann es losgehen. Schaut mal, wer schon da ist. Abi steht bei mir in der Werkstatt, bei mir Servus! in der CNC. Wir haben auch schon ein bisschen was vorbereitet, und zwar wir haben jetzt schon ein Werkstück ausgesucht, das wir fräsen wollen. Da kommt Abi sein Logo drauf. genau, dieses Logo kommt damit drauf. Was wir jetzt noch gemacht haben, ich habe das Programm noch angepasst, damit ja, die Höhe fürs Fräsen passt. Wir fräsen jetzt erstmal mit einem Gravurfräser. Das sieht man hier. Das ist ein 45 Grad Fräser. Fräsen wir jetzt einen Millimeter mal hier rein ins Holz. Schauen dann mal, wie das Material oder wie das Logo aussieht. Und wenn es soweit passt, lassen wir es so. Wenn nicht, gehen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer. Da können wir noch ein bisschen nachjustieren. Das werden wir dann sehen, wie es wird. Ja. Material ist eingespannt. Mickey Mouse schon da. Mickey Maus ist da. Fräse ist laut. Und ja, von daher fangen wir mal an. Wie man jetzt sehen kann, im Moment ist ein ganz normaler 2 mm Fräser drauf. Wir wollen ja gravieren. Das heißt, hier nochmal der andere Fräser, der da drauf kommt. 45 Grad Fräser. Den bauen wir jetzt ein und lassen dann nochmal eine Referenz fahren. Also im Prinzip, ich habe mehrere Spannbacken. Das ist hier ist eine Spannbacke für 2 mm, das ist eine für 8. Die tausche ich jetzt einfach aus, mache den Fräser rein, ziehe den fest, hänge die Fräse wieder rein. Mach die Verriegelung zu, Stecker rein. So, jetzt ist natürlich der Fräser viel weiter oben wie der alte, weil der ja kürzer ist. Das heißt, wir fahren jetzt die Referenz und dann wenn die Referenz gefahren ist, weiß die Fräse wieder, wo es denn hin muss. So, ich positioniere meinen Schalter entsprechend. Und sagt der Maschine bitte die Referenz auf diese Stelle. So, das war's schon. Jetzt weiß die Maschine, auf welcher Höhe sie ist.
und jetzt kann man wirklich fräsen. So, also das Fräsen ist jetzt fertig soweit. Das Logo ist schön geworden. Wir saugen jetzt eben noch ab, spannen es raus und schneiden dann noch das Brett zurecht, damit der Abi ein ordentliches Logo für sich für die Werkstatt. Oder wo kommt es eigentlich hin? Wahrscheinlich geplant ist Werkstatt oder Partyraum. Genau. Obwohl ich letzteres vielleicht sogar ins Büro. Das kann, also die drei Optionen habe ich, bin da noch nicht ganz sicher, was das angeht. Wir werden sehen. Aber ihr werdet es auch dann irgendwann sehen. Ich werde das dann auch nochmal dokumentieren. Genau. Du saugst ab, ich mache den Staubsauger. Zu Befehl. Mach ich das direkt mit? Super. Ja. Arbeitsmaterial, Werkzeug. Ja. Da hinten musst du machen, ich habe nämlich zu kurze Arme. Nee, nee. Sehr schön. Sehr geil. Bist du auch da? Bist du auch da? Sehr schön. So, dann holen wir es noch aus der. Zum Eingespannten raus, würde ich sagen. Hier hattest du das vorhin eigentlich auch gezeigt mit diesem Einspannen? Nee, das hatte ich vorhin nicht gezeigt. Okay, aber das ist nämlich richtig, das hast du auch richtig toll gelöst, finde ich. Also ich mache immer. Normalerweise ist es ein bisschen anders zu benutzen. Normal ist es so angedacht, dass einmal hier die Schraube reinkommt und wenn man es höher braucht, zum Beispiel so, dass man hier noch eine Schraube zusätzlich reinmacht. Ja, okay, genau. Die hinten auf den Tisch drückt. Ja, damit, also ja, wenn das genau. Eine Schraube wäre, hier drückt es gegen und dann kann man hier ziehen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich es bis jetzt noch nicht wirklich gebraucht habe, wie du siehst. Das geht ja auch so. Ja. Dann brauche ich noch das hier lösen, dann können wir es schon wegziehen. Ja, sehr geil. So, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht. Ja, guck mal, ich kann nochmal halten, genau. So sieht es jetzt aus. Genau, ein bisschen Feinarbeit wäre noch zu leisten. Aber wir machen jetzt erstmal eine Steinsetz noch zu und dann ja, schauen wir, wie weit wir noch kommen heute mit dem Teil. Genau. Ich freue mich. So, wie ihr jetzt gesehen habt, das Logo vom Abi ist fertig. Wir haben so eine Kreissäge noch zugeschnitten. Es ist noch nicht ganz fertig. Es wird noch ein bisschen nachbearbeitet, aber das lässt heute die Zeit nicht so wirklich zu. Das macht dann der Abi vielleicht in einem separaten Video. Ja, durchaus, natürlich. Ja, das müsst ihr dann auf seinem Kanal anschauen. Link dazu in der Beschreibung bzw. im i. Ja, das soll es für heute eigentlich schon gewesen sein von mir. Nicht vergessen, schaut noch das Interview bei Abi an, das dann auch irgendwann Ende Oktober oder so kommen wird. Genau. Ja, soweit so gut. Bis demnächst, macht's gut, ciao. Ciao. Hey, das ist super, auf Anhieb. Ja.